Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist gerade 2:45. Ich war heute in der Arbeit, bin jetzt zu Hause. Heute ist der Wochentag Donnerstag und am Samstag habe ich alle meine Social Media Apps deinstalliert. Das Video davon habt ihr vorgestern gesehen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber es sind schon ein paar Tage mehr vergangen. Und es ist auch ein bisschen was passiert, warum ich nicht gevloggt habe. Es gab Erwartungshaltung meinerseits jetzt bezogen auf das Thema Social Media. Es ist ein bisschen was passiert in meinem Kopf zum Thema Social Media. Und jetzt gerade bin ich richtig schön kreativ, reflektiere gerade, sitze hier auf der Couch mit meinem Bullet Journal, konsumiere YouTube-Videos auf dem Fernseher und zwar YouTube-Videos mit Substanz, wo es auch ums Reflektieren geht und um Habits, also um Gewohnheiten, um Tagesabläufe. Und lasse gerade so ein bisschen die kreativen Energien fließen. Und wenn ich jetzt dann fertig bin hiermit, müsste ich auf jeden Fall noch einkaufen gehen. Der Alltag darf auch nicht vergessen werden. Aber ich habe gerade, glaube ich, eine ziemlich geile Methode, meine Ziele oder meinen Alltag auch so ein bisschen zu reflektieren und zu organisieren. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die es bereits gibt. Ich habe das jetzt spontan selber auf die Art und Weise gemacht, wie ich es eben mache. Ich erzähle euch später, was genau ich gemacht habe. Das muss ein bisschen umfangreicher werden. Aber wie ich das jetzt quasi, wie ich Schritt für Schritt vorgegangen bin, dachte ich, interessiert euch vielleicht. Und ja, das machen wir jetzt gleich. Ich mache jetzt nochmal weiter, weil ich wollte jetzt nicht meinen kreativen Fluss unterbrechen. Ich dachte nur, es wäre eine ganz gute Zeit, gerade mal eben den Vlog anzufangen und euch zu sagen, was abgeht in meinem Leben. Wobei ich das jetzt noch gar nicht erzählt habe, warum ich jetzt nicht gevloggt habe. Darüber reden wir später. Ich habe Kreislaufprobleme. Es ist übel. Ich bin eine Mimose. Ich bin ein Waschlappen. Ich weiß nicht, was los ist. Mein Arzt ist im Urlaub. Ja. Mehr Details dazu später. Jetzt setze ich mich hier wieder hin und durchdenke mein Leben. Heute ist Tag 5 ohne Social Media und die kreativen Flüsse fließen wieder. Oder wie sagt man? Creative Juices Flow Again. Kreativen Säfte. Das klingt eklig. Hi. Okay, also Folgendes ist passiert. Wir spulen zurück auf letzten Sonntag, an dem ich beschlossen habe, einfach mal, nee, war das sogar Samstag? Es war letzten Samstag. An dem ich beschlossen habe, es reicht. Social Media killt meine Kreativität, mein Leben. Ich habe das Gefühl, als hätte ich die letzten 15 Monate verschwendet. Was jetzt nicht ganz wahr ist, aber so fühlt es sich ein bisschen an. Okay, also, was habe ich getan? Samstag alle meine Apps gelöscht. Alle meine Social Media Apps. Ich habe Twitter gelöscht, Facebook gelöscht, Instagram gelöscht. Und ich glaube noch irgendwas. Pinterest habe ich auch gelöscht, obwohl ich da nicht wirklich viel Zeit verbracht habe. Was ich nicht gelöscht habe, ist YouTube, weil ich YouTube-Videos gucke und das für mich ist wie Fernsehschauen. Aber nicht wie Surfen, das ist was anderes, wenn ihr versteht, wie ich meine. Was meine Erwartungshaltung war, war eigentlich, dass ich quasi schon am nächsten Tag da sitze, ohne Social Media und mein Gehirn quasi wieder angeht wie ein Lichtschalter und ich sofort wieder meine Brain-Kapazität habe, die ich vorher hatte. Und sofort alles aus mir raus sprudelt und ich wieder kreativ bin. Das ist nicht passiert. Tatsächlich habe ich eher das Gefühl, als wäre ich aus einem Koma langsam schrittweise erwacht. Und als würde ich mich gerade in Reha befinden und langsam wieder lernen zu denken. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr dramatisch, aber ich rede jetzt gerade ausschließlich von Kreativität. Ich rede jetzt nicht von der Möglichkeit, also nicht von der Fähigkeit, sich zu konzentrieren oder so. Ich bin war vorher schon auch in der Lage, mich zu konzentrieren. Ich war auch vorher in der Lage, Emotionen wahrzunehmen und am realen Leben teilzunehmen und so. Das jetzt nicht, aber
Ich beschränke mich jetzt wirklich rein auf Kreativität, auf den kreativen Bereich meines Lebens, meine Nachmittage, wo YouTube seinen Platz hat, wo andere Dinge ihren Platz haben, mein Blog zum Beispiel, mein Bullet Journal, diese ganzen Sachen. Heute ist jetzt, wie gesagt, Tag 5 und heute war der erste Tag, an dem ich tatsächlich das Gefühl hatte, es geht wieder richtig was. Ich muss dazu sagen, dass ich die letzten paar Tage auch ein bisschen gehandicapt war durch einen außergewöhnlich schwachen Kreislauf. War das Montag? Montag lag ich 12 Stunden flach. Ich war nicht in der Lage, aufrecht zu sitzen. Hab überlegt, ob ich ins Krankenhaus gehe. Also ich wäre zum Arzt gegangen, aber es war Feiertag. Hab dann aber mich dagegen entschieden, weil es mir ansonsten gut ging. Und am nächsten Tag war es dann auch wieder weg. Keine Ahnung. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich wollte mir Kreislauftropfen kaufen in der Apotheke. So, das ist aber ein anderes Thema. Also ich war einfach grundsätzlich etwas erschöpft und ich bin auch immer noch etwas erschöpft. Ich habe die Vermutung allerdings, dass es am Wetter liegt, weil ich das jetzt schon von mehreren gehört habe. Ich hatte das allerdings vorher noch nie so stark. Also es trifft mich wie ein Hammerschlag das erste Mal. Bisher war ich immer verschont von solchen Wehwehchen. Jetzt nicht mehr. Ich werde halt auch nicht jünger. Hat mich auch meine 3 oder 4 Jahre ältere Arbeitskollegin heute, hat sie mir heute gesagt. Du wirst nicht jünger. Was ist wahr? Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wie ihr beim Jahreswechsel Ziele vielleicht festgelegt habt, Vorsätze fürs neue Jahr. Ich will euch jetzt nicht schocken, aber das halbe Jahr ist vorbei. Wie viel davon habt ihr umgesetzt? Schmerzhafte Reflexion, oder? So, also, ich kam von der Arbeit nach Hause, setzte mich auf die Couch wie jeden Tag. Hab mir Mittagessen gegessen, hab ein YouTube-Video angemacht am Fernseher und normalerweise ist das dann der Zeitpunkt, an dem der Tag quasi vorbei ist. Ich versinke am Telefon, wenn es ein guter Tag ist, schaffe ich es noch ein bisschen was zu machen und es zu vloggen, einen Vlog zu produzieren quasi. Aber das war es dann im Großen und Ganzen meistens auch schon. Manchmal geht es um 18 Uhr dann wieder ein bisschen bergauf, wenn ich mit meinem Mann zusammen was mache, wenn er von der Arbeit kommt. Aber diese Zeit zwischen 15 und 18 Uhr ist bei mir eigentlich tote Zeit gewesen. Leider größtenteils. In den letzten 15 Monaten. Ich meine, seit ich Daily Vlogs mache, ist es ein bisschen besser geworden, aber okay. Gut. So, ich dachte, was machen wir jetzt? Es gibt 1000 Möglichkeiten und ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich jetzt anfangen soll, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ich dachte mir dann, es ist vielleicht eine gute Idee, mit so freiem Schreiben anzufangen. Also wie heißt das auf Englisch? Also es gibt so einen Begriff dafür, irgendwas Journaling. Also einfach freies Schreiben. Einfach ein leeres Blatt Papier, ein Stift und einfach das aufschreiben, was in deinem Kopf ist. So, das habe ich gemacht. Das Ganze hat dann auch nur 4 Zeilen gedauert, also nur dieses Stück hier. Und dann war eigentlich der Kern der Sache schon auf dem Papier gestanden. Ich habe nämlich aufgeschrieben, eben in Zusammenfassung das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, nämlich die letzten 15 Monate, Kreativitätsverlust, was tue ich eigentlich mit meinem Leben. Und habe identifiziert 3 kritische Punkte, die dazu beitragen, dass ich meine Zeit verschwende. Der erste ist mittlerweile abgehakt, also schon länger abgehakt. Und zwar glaube ich, dass ich relativ ausgelaugt war nach dem Studium und psychisch schon ein bisschen angeknackst war von dem Ganzen. Kein Wort dafür. Ist egal, ist nämlich abgehakt. Und zwar schon länger, ist also nicht das aktuelle Problem. Aktuell 2 Probleme. Das eine ist, wie gesagt, Social Media, was einfach mich konsumiert, mich reinsaugt in diese Welt. Und du einfach wie ein Roboter sinnlos scrollst und du denkst, und das geht dann den ganzen Tag. Genau, das habe ich ja nun letzten Samstag erfolgreich ausgemerzt, sagt man das so. Und dann bleibt noch das letzte Problem an der ganzen Sache. Mein dritter großer Punkt, das habe ich sogar schon mal erkannt und sogar schon mal gesagt, auch in einem Vlog. Und das ist das Problem, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben, seit ich mit dem Master fertig bin, kein Ziel mehr habe vor Augen. Ich habe kein großes Lebensziel mehr, kein großes Lebensziel mehr, was ich erreichen möchte in meinem Leben. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Punkt. Das ist irgendwo ziemlich geil, aber es ist irgendwo auch ein bisschen traurig. Weil, wie soll es jetzt weitergehen? Also, ich habe es ja jetzt ausgekostet. Aber
es wird dann doch ein bisschen langweilig. Also wie soll es weitergehen? Was sind meine Ziele? Was möchte ich erreichen? Wo möchte ich meine Zeit reinstecken? Wo möchte ich meine Energie reinstecken? Überall sind Haken dran. Und das macht einen träge, muss ich leider sagen. Ich brauche dringend neue Ziele. Dann dachte ich so, was ist ein Ziel für mich? Und dann dachte ich, okay, fang mal da an. Fang mal bei unrealistischen Sachen an. Wenn du jetzt in dich hineinhörst, also das könnt ihr gerne mitmachen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr in euch hineinhört, ihr hattet vielleicht schon immer als Kind oder vor allen Dingen vielleicht auch in der Jugend später unrealistische Träume. Wenn ihr so abends, bevor ihr einschlaft oder vielleicht habt ihr so Tagträume, so nach dem Motto, oh, wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich mir ein Strandhaus kaufen in Südamerika, eine Beachbar aufmachen und dann würde ich da wohnen und leben und Kokosnüsse verkaufen. So auf die Tour unrealistische Träume. Oder so, boah, ich wäre gern Weltretter oder ich wäre gern Bundeskanzler oder ich wäre gern die beste, ikonischste Balletttänzerin unserer Generation. Irgendwie sowas, ja? Also was ganz völlig Unrealistisches. Was war so der verrückte Traum? So, haha, das wäre eigentlich geil gewesen für mich. Und die Inhalte, die ich tatsächlich habe, die würde ich jetzt nicht mit euch teilen. Das ist mir jetzt dann noch ein bisschen zu privat. Aber einer davon wäre zum Beispiel, also es gab ganz große unrealistische Träume, sowas wie Bundeskanzler werden in Anführungszeichen, aber es gab auch Sachen, die eigentlich gar nicht so unrealistisch sind. Eine Sache davon ist zum Beispiel, Buchautor zu sein. Und zwar nicht so ein Buchautor wie, ich will jetzt niemanden degradieren und über niemanden herziehen, aber nicht so ein Buchautor wie, ich schreibe meine eigene Biografie mit 25 oder ich schreibe einen, wie führe ich einen erfolgreichen Social-Media-Kanal-Ratgeber mit 100 Seiten, sondern so ein Buch, was so richtig einschlägt, was so einen wissenschaftlichen Background hat vielleicht, was einen Impact hat, was gesellschaftlich relevant ist, was zeitlos ist, also jetzt nicht so leichte Kost und auch nicht so einen seichten Ratgeber, sondern schon irgendwas mit Substanz. Das war zum Beispiel eines dieser unrealistischen Sachen. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, ist es eigentlich gar nicht so unrealistisch. Es dauert nur sehr, sehr, sehr lange, wahrscheinlich 10, 20 Jahre, an so etwas zu arbeiten, weil man natürlich auch erstmal den Input braucht. Ich kann jetzt nicht mit meinen 27 Jahren mich hier hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt ein Buch, was die Welt verändern wird, weil so viel habe ich in meinem Leben halt dann doch noch nicht erlebt, dass ich so etwas produzieren könnte. Aber in einigen Jahren, in Spezialgebieten, die eine sehr große Rolle in meinem Leben spielen, in denen ich sehr viel Zeit verbracht habe, wie zum Beispiel das Personalwesen, Wirtschaftsethik, solche Sachen, das wäre schon eher was. Also kein Traum, der völlig unrealistisch ist, sondern was, was ich, sagen wir mal, in der Pyramide ganz oben an die Spitze setzen kann. So, dann setzt man ein Ziel, wo man sagt, okay, das ist, also der Wunsch ist auch wirklich realistisch, das zu machen, setzt man dann also an die Spitze und dann bricht man das Ganze runter. Okay, wie würde jetzt der Weg idealerweise aussehen? Beispielsweise, wir können ja bei dem Beispiel bleiben, ich möchte ein Buchautor werden für ein wissenschaftliches Buch. Dann setzt man das Buch, das Endwerk an die Spitze und dann überlegt man sich, welche Bausteine muss ich aufbauen, um an die Spitze zu kommen. Direkt unten drunter würde vielleicht kommen, um dieses Buch zu schreiben, muss ich quasi die Inhalte sammeln, die da rein sollen. Also muss in verschiedenen Bereichen Erfahrung gesammelt haben. Wenn ich eine grobe Buchidee habe, sind es zum Beispiel 3 große Bereiche, in denen ich jeweils 3 bis 5 Jahre meines Lebens verbracht habe, was auch immer jetzt der Inhalt ist. Muss ich mir wieder angucken, diese 3 Bereiche zum Beispiel, wie kann ich das umsetzen? Also entweder, wenn es jetzt zum Beispiel was Berufliches ist, oder es kann ja auch eine akademische Laufbahn sein, oder es kann ja auch nebenberuflich sein, oder es kann ja auch ein Hobby sein, oder es kann ja auch was politisch Engagiertes sein. Wir haben diese 3 großen Bereiche, in denen ihr ein paar Jahre verbringt, was auch immer es ist. Und dann ist die Frage, wie kommt ihr dahin? Also die Bausteine darunter wären dann zum Beispiel, okay, ich will ein Buch schreiben über Naturschutz in Bayern. So, einer der Bausteine darunter, ich will wissen, wie Naturschutzbehörden arbeiten. So, der Baustein darunter ist dann,
ich brauche einen Job bei einer Naturschutzbehörde. Der Baustein darunter ist dann, dann sollte ich vielleicht etwas arbeiten oder, also etwas arbeiten in diesem Bereich, also einen Beruf erlernen, entweder der mich in diese Behörde bringt oder mich ehrenamtlich engagieren. So, was habe ich da, was brauche ich da für Skills, ja? Was brauche ich da für Abschlüsse, für Fähigkeiten, für Kenntnisse? Was dann wieder der nächste Baustein wäre, Weiterbildung. Also entweder ich bin noch so jung, dass ich sage, mir stehen noch alle Wege offen, ich weiß noch nicht, was ich studieren will, gut. Oder was ich für eine Ausbildung machen möchte, gut, dann kommt das. Oder es gibt ja auch andere Weiterbildungen, die jetzt nicht gleich 3 Jahre sind, sondern die halt kürzer sind. Oder man arbeitet halt mal ehrenamtlich irgendwo. Das wäre dann der unterste Baustein. Dann geht es noch weiter runter ins tägliche Leben. Okay, was muss ich jetzt jeden Tag tun oder jede Woche tun, um diesen Ausbildungsplatz zu bekommen, den ich haben will? Also, wie muss mein Lebenslauf aussehen? Da muss vielleicht schon drinstehen, oh, ich habe mich schon immer oder schon lange für dieses Thema interessiert, deswegen habe ich schon im Tierheim ausgeholfen oder deswegen habe ich das Imkern gelernt oder deswegen habe ich schon ein Praktikum beim Förster gemacht. So, und dann seid ihr auf dem Level, auf dem ihr anfangt. Okay, das ist alles relativ abstrakt, weil wahrscheinlich keiner von euch ein Buch über Naturschutz in Bayern schreiben möchte. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr das auch, dass ihr in der Lage seid, das mit eurem großen Ziel hinzubekommen. Und eigentlich muss es nicht nur eine Pyramide sein. Also es muss auch keine Pyramide sein, die euch Vollzeit beschäftigt. Es können mehrere Pyramiden sein, die euch beschäftigen. Je nachdem, wie viel Zeit halt eine Pyramide sozusagen in Anspruch nimmt. Dann seid ihr also ungefähr angekommen beim untersten Baustein eurer Pyramide. Einen Schluck trinken. Also habt ihr ein kleines Ziel, was ihr in einem Zeitraum von vielleicht 1 bis 3 Jahren erreichen könnt. Dann ist die Frage, was müsst ihr jetzt machen, in eurem Alltag, in eurem Leben verändern, um dieses Ziel zu erreichen und mit welcher Methode? Also, ich habe jetzt für meine Methoden aufgeschrieben, für mein Ziel. Also das erste ist Bücher lesen, regelmäßig Bücher lesen zu Themen, die mich interessieren oder die diese Pyramide betreffen oder wie auch immer. Also einfach diese Gewohnheit, statt fernzuschauen oder zu surfen, einfach Bücher zu lesen. Als zweites die Manifestation. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Das ist, wenn man sich immer wieder Ziele vor Augen führt, so lange, bis ihr wirklich so fest daran glaubt, dass es quasi von selbst wahr wird. Also da muss man ein bisschen dran glauben, aber so leicht spirituell, aber Manifestation, glaube ich, funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Zumindest ist es der Grund, warum ich glaube, dass mein Leben so gut funktioniert hat. Der dritte Punkt ist Weiterbildung, also richtige Weiterbildung im Sinne von entweder VHS-Kurs oder IHK-Weiterbildung oder Online-Weiterbildung oder so. Also halt online nach Kursen suchen oder vielleicht auch nur nach Videos suchen. Leute fragen, die man kennt, die eine Fähigkeit haben, die man erlernen will, ob die einem mal was erzählen drüber oder vielleicht sogar was beibringen und so weiter. Der dritte Punkt, den ich jetzt noch mit aufgeschrieben habe, wobei das jetzt nicht so ganz was mit einer einzelnen Pyramide zu tun hätte, aber es ist täglich, sich seinen Ängsten zu stellen. Also jeden Tag zu versuchen, etwas Neues zu tun, was man normalerweise nicht tut, einen Schritt weiter zu gehen, ein bisschen die Grenzen auszutesten, den Zeh ins kalte Wasser zu halten und irgendwann schwimmt man, ohne es zu merken. Dann habe ich noch Journaling aufgeschrieben, das ist auch eher so eine allgemeine Sache, um den... Manchmal fehlen mir einfach die Worte. Was ist das Wort für Willenskraft und Fleiß? Produktivität. Die tägliche Produktivität ist wie ein Muskel. Wenn ihr ihn trainiert, wird er stärker und ihr könnt Sachen machen ohne Anstrengung, die euch am Anfang sehr schwer gefallen sind. Eine Sache, die, glaube ich, hilft, die Produktivität zu steigern, ist eben dieses freie Schreiben. Das muss auch nicht immer 5 Seiten sein, das muss nicht jeden Tag sein, aber einfach, wenn man mal so kurz Luft hat und nicht weiß, wie es weitergeht, sich hinzusetzen mit einem Stift und einem leeren Blatt Papier, Journaling. Und eine Methode, die, glaube ich, auch sehr wichtig ist und jetzt nicht speziell auf eine Pyramide bezogen ist. Gibt es ein schöneres Wort für Pyramide? Also, der Punkt ist, die letzte Methode, die ich aufgeschrieben habe für mich, die ich glaube, die sehr wichtig ist, ist die Gewohnheiten und den Alltag zu reflektieren. So. Und das ist auch das, womit ich dann angefangen habe. Jetzt habe ich sehr viel geredet und eigentlich war das alles, was ich hier in 10 Minuten aufgeschrieben habe. Also das ist jetzt vielleicht schon eine ganz schöne Ladung, wenn man sich das anhört jetzt von mir, aber es ist nicht so
groß, wie ich es jetzt gerade aufbausche. Kann es sein, muss es nicht. Okay, reflektieren. Damit habe ich angefangen, habe ich schon öfter gemacht. Ich habe mal zum Jahreswechsel das aktuelle Ich und das Wunsch-Ich aufgemalt und habe aufgeschrieben, wie ich mich jetzt definiere, also vor allem auch mit Charaktereigenschaften, womit ich mich in Verbindung bringe und womit ich mich gern zukünftig in Verbindung bringen würde. Das Ganze hat mich allerdings relativ depressiv gestimmt, weil es sehr viele Sachen gab, die ich nicht so mochte. Und ich habe die Seite auch tatsächlich zugeklebt, weil sie mir ein sehr, hier habe ich sie, seht ihr das, mit einem Washi-Tape zusammengeklebt. Die Seite hat mir sehr die Laune verdorben. Also reflektieren kann auch wehtun. Zurück zur Reflexion meiner Gewohnheiten. Es ist nicht furchtbar, dass ich hier so lange am Stück sitze und euch wie Frontalunterricht belaber, aber es funktioniert einfach am besten. Habits, Habits, Habits. Ich weiß, manche nervt es, wenn man so viele englische Wörter benutzt, aber meistens sind sie einfach viel präziser. So, ich habe angefangen, die Seite zu teilen auf eine Ist-Seite und auf eine Soll-Seite. Und ich habe angefangen, meine Habits aufzuschreiben. Ich habe also aufgeschrieben, täglich, Doppelpunkt. Und dann habe ich mit Komma einfach alle Sachen aufgeschrieben, die ich wirklich täglich mache. Weil das einfach die Habits sind. Oder die Gewohnheiten. Aber ich finde, Habits ist ein stärkeres Wort als Gewohnheit. Gewohnheit kann man auch mal nicht machen. Habits ist wirklich so immer. Okay. Meine Habits, meine täglichen Habits sind aufstehen, Komma, Wasser trinken. Komma, Video schneiden, Komma, frühstücken, Komma, Kaffee trinken. Ich lasse das Komma jetzt weg. Tee machen, schminken, arbeiten. Mittagessen, chillen, surfen, schlafen, warten, also auf meinen Mann, dass er von der Arbeit kommt. Essen, Fernsehschauen. So, und dann habe ich noch so eine Kategorie, so zweitäglich, also bi-daily, zweitäglich, alle zwei Tage. Sport. Dann habe ich aufgeschrieben, was ich für wöchentliche Routinen habe, die ich wirklich jede Woche mache. Aber eben nicht täglich. Aufräumen. Chinesisch lernen. Shoppen habe ich jetzt mal aufgeschrieben, obwohl das eigentlich nicht wöchentlich ist, aber es kann ausarten, zu einer wöchentlichen Gewohnheit zu werden. Dazu später mehr. Monatlich. Putzen. Chaplin-Bürsten. Fotografieren. Halbjährlich. Aussortieren. Und dann gar nicht. Da habe ich dann quasi aufgeschrieben, was ich gar nicht mache. Nicht mal halbjährlich, aber was ich gerne eigentlich machen würde oder mir vornehme. Und das war reflektieren, kochen, joggen und lesen. So. Das heißt, ich habe hier meine Liste mit Dingen, die ich immer tue oder eben nicht tue, aber immer tun möchte. So, dann habe ich mir drei Farben geholt. Habe gelb markiert, gelb. Ich habe grün markiert, was in Ordnung ist, was so bleiben darf. Beziehungsweise was eigentlich sehr gut ist. Ich habe blau markiert, was okay ist, aber jetzt nicht unbedingt verbessert werden muss. Und ich habe orange markiert, was für mich nicht geht, was ich unbedingt ändern will. In der täglichen Liste habe ich orange markiert. Chillen, surfen, schlafen, warten. In der wöchentlichen Liste habe ich orange markiert. Chinesisch lernen und shoppen, weil das eine möchte ich öfter tun, das andere weniger oft. Gar nicht, erklärt sich von selbst. Dann habe ich auf der anderen Seite soll auch wieder aufgeschrieben. Täglich. Zweitäglich, wöchentlich, beziehungsweise zweitäglich habe ich gar nicht gebraucht. Täglich, wöchentlich, monatlich, halbjährlich. Das ist dann quasi das Gleiche, nur so wie es im Idealfall wäre, ohne die Orangen. Und ich habe quasi die Reihenfolge so getauscht, dass es für mich ideal wäre oder Sachen ergänzt, wenn die gar nicht draufstehen. Also täglich meine Gewohnheiten im Sollzustand. Aufwachen, Wasser trinken, schneiden, frühstücken, Chinesisch lernen, Kaffee trinken, schminken, Arbeit, Mittagessen, Video produzieren, Sport, Chaplin-Bürsten, Duschen, Essen, TV. Duschen ist deswegen jetzt erst drin und vorher nicht, weil ich Duschen zwar schon eigentlich so gut wie jeden Tag dusche, aber nicht in einem festen Plan. Also es gibt ja Leute, die stehen morgens auf, das erste, was sie machen, ist duschen. So ein Mensch bin ich nicht. Ich quetsche das immer da rein, wo es gerade reinpasst. Und manchmal nervt es mich, dass ich es noch nicht erledigt habe und noch duschen muss oder so. Also der Rhythmus. Deswegen habe ich das mit aufgeschrieben, damit es fest zu einer festen Uhrzeit in den Rhythmus integriert wird.
Sport habe ich auf täglich gesetzt. Ich habe zwar nicht vor, jetzt 7 Tage die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, aber das habe ich ein bisschen weiter gefasst. Ich habe hier unten bei gar nicht, habe ich zum Beispiel Joggen aufgeschrieben. Ich würde gerne 1 oder 2 Mal die Woche Stadtgasse gehen, joggen gehen mit dem Hund. Und an den anderen Tagen, an denen ich weder ins Gym gehe noch joggen gehe, mich zumindest dehnen oder vielleicht ein bisschen Yoga machen. Also dehnen würde mir schon reichen. Irgendwie was in die Richtung oder einen Handstand üben, irgendwas zu Hause, was jetzt auch nicht einen völlig fertig macht, aber halt mal wenigstens so 10 Minuten, Viertelstunde. Das muss schon drin sein. Okay, wöchentlich im Soll haben wir Chillen. Also Chillen habe ich von täglich auf wöchentlich. Wobei ich jetzt mit Chillen nicht mein, mal 5 Minuten da sitzen, sondern mit Chillen meine ich wirklich mal 3 Stunden irgendwo sitzen. Ne? Also mal so richtig gammeln. Das reicht mir eigentlich wöchentlich. Aufräumen, putzen. Vorher habe ich nur wöchentlich aufgeräumt, aber nicht wöchentlich geputzt. Ich möchte auch nicht die ganze Bude jede Woche putzen, aber halt, ne, das nicht immer so verkommen lassen. Wir hatten das Thema erst. Fotografieren möchte ich auch auf jeden Fall wöchentlich wieder einführen. Die Woche planen, das ist ganz neu. Darüber muss ich auch gleich nochmal mehr sprechen. Da mache ich mir mal noch ein Ausrufezeichen dran, dass wir da gleich noch mehr drüber reden, dass ich das nicht vergesse. Wellness und Me-Time. Sollte eigentlich auch einen festen Platz in der Routine bekommen. Sei das eine Gesichtsmaske, sei das eine Lasersession, sei das Nägel machen, Wimpern machen, zum Friseur gehen, was jetzt natürlich nicht jede Woche sein muss, sei das ein Bad nehmen, solche Sachen. Monatlich steht auf der Liste reflektieren, halbjährlich steht auf der Liste aussortieren und shoppen. Das mag ich jetzt widersprechen, aber ich fand es eigentlich, wie ich das dieses Mal gemacht habe, bei diesem Saisonwechsel ganz gut. Das kann ich ja kurz ausführen. Ich habe erst aussortiert und dann reflektiert, was mir beim Outfits zusammenstellen wirklich fehlt. Und bin dann mit dieser Einkaufsliste losgezogen. Das Problem war, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass ich nicht wirklich aufgehört habe, als die Einkaufsliste abgearbeitet war, sondern mich habe in diesen Strudel aus Versuchung ziehen lassen und doch einiges mehr gekauft habe als das, was ich bräuchte. Oder, naja, was heißt bräuchte? Kaufen wollte. So. Ich will mir nicht verbieten, nie wieder was zu kaufen. Shoppen heißt auch nicht automatisch nur Fast Fashion. Shoppen heißt auch, erst in den Secondhand-Laden gehen und gucken, okay, gibt's da vielleicht was? Shoppen heißt auch, so wie jetzt letztens, ich krieg von meiner Freundin einen Haufen Klamotten. Also shoppen im weitesten Sinne. Und jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt überlege ich, diese Soll-Habits täglich, wöchentlich, monatlich, was brauche ich dazu, um das auch jetzt umzusetzen in die Realität? Und da sind wir auch bei dem Punkt Woche planen, was ich gerade eben angeschnitten habe und sagte, da werde ich jetzt noch weiter zu erzählen. Wow, dieses Video wird so lang. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, bei mir ist es extrem. Wenn ich nicht schon eine To-Do-Liste habe und einen Plan für den Tag und mir überlegt habe, in welcher Reihenfolge ich was tun werde und was genau ich wie tun werde an dem Tag, dann habe ich ein sehr hohes Risiko, gar nichts zu tun. Das heißt, am besten, am produktivsten ist es für mich oder bin ich, wenn ich schon für einen Zeitraum, zum Beispiel, oh, ich weiß, ich habe morgen nach der Arbeit 3 Stunden Zeit für alles Mögliche, für das, was ich will. Und am effektivsten ist es, wenn ich mir quasi schon vorher überlege, wie genau ich diese 3 Stunden nutzen werde. Das gilt für jeden einzelnen Tag. Das habe ich eine Zeit lang echt gut gemacht, als ich diesen pinken Kalender hatte. Der hatte unten so ein To-Do-Feld und ich hatte wirklich jeden Tag meine To-Do-Liste. Ich hatte meinen Kalender immer dabei. Es hat sehr gut für mich funktioniert. Und damit habe ich dann aufgehört, als ich aufgehört habe zu studieren. Und seitdem benutze ich meinen Kalender nicht mehr täglich oder ich habe keinen täglichen Kalender mehr so wirklich. Wobei, hier ist sogar vorne einer drin, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Also das ist eigentlich ziemlich geil. Das ist so ein Kalender. Also eigentlich habe ich schon eine tägliche To-Do-Liste, wo ich was reinschreiben kann. Ich müsste es nur tun. Das führt mich dann auch genau dahin, wo wir hinwollen. Ich möchte und will und werde es tun. Eine To-Do-Liste für den nächsten Tag schreiben. Jeden Tag. Und wir sind auch wieder bei Weekly Spreads angelangt. Wobei ich jetzt wöchentlich gar nicht so unbedingt viel Energie stecken will in ein Spread, also irgendwas zu zeichnen oder so. Ich denke, ich möchte einfach etablieren, mich am Sonntag oder wann auch immer hinzusetzen und mal kurz die wichtigsten To-Dos zusammenzufassen. Also ich habe ja dann noch genau Zeit, mir einzuteilen, an welchem Tag ich was mache, aber mal zu gucken, okay, was habe ich für Termine nächste Woche,
was steht so an, was möchte ich erledigt haben, gibt es irgendeine Deadline, dass ich das einfach wirklich wöchentlich reflektiere. Und ganz wichtig, glaube ich, für mich ist ein monatliches Reflektieren und ich möchte mir eine, also das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, also eine tägliche To-Do-Liste, ein täglicher Habit-Tracker, den ich ja auch bereits vorgedruckt habe in diesem Buch. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen, wenn ich es finde. Das sind diese Habit-Tracker, die in meinem Bullet Journal vorgedruckt sind, die zu nutzen. Ich möchte mir eine Checkliste für das Ende eines jeden Monats machen. Und da soll nicht nur reflektiert werden, was sind Ziele, sondern auch der letzte Monat. Also ich möchte schon, der letzte Monat, was waren meine Ziele? Habe ich die Ziele erreicht? Was sind meine Ziele für den nächsten Monat? Und dann möchte ich feste To-Dos für Monatswechsel festlegen. Beispielsweise meinen Schreibtisch aufräumen. Ich denke, das macht Sinn, das Büro einmal im Monat wirklich komplett piekfein zu machen. Dann monatlich, mit einem Monatswechsel, wechseln auch manchmal die Jahreszeiten so. Okay, wird es Zeit, irgendwas wegzuräumen. Im Frühjahr wird es Zeit, den Balkon herzurichten. Im Herbst wird es Zeit, den Balkon winterfest zu machen. Wird es Zeit, die Winterjacken in den Keller zu bringen bei diesem Monatswechsel. Also jetzt, ne, hypothetisch, wir hatten diesen Monat gar keine kühlen Tage mehr. Bei dem Monatswechsel räume ich die Garderobe auf, tue alle Winterschuhe und Jacken in den Keller. So, dann vielleicht einmal im Monat so Sachen machen wie die Mikrowelle einmal abwischen, so Oberflächen aufräumen einfach. Mal so ein bisschen mehr als das, was man wöchentlich macht, einfach so einen frischen Start in den neuen Monat. Die Blumen gießen, die halten wir uns relativ lang, weil wir Lechuzertöpfe haben. Solche Sachen. Genau. Ich sag's euch, Leute, das war jetzt in diesem Video, das waren so viele Worte, die ich gerade gesagt habe, das war so viel Input und das waren 30 Minuten an meinem Buch. Nicht mal, das waren wahrscheinlich 20 Minuten effektiv oder eine Viertelstunde effektiv auf diesem Blatt Papier und ich bin, glaube ich, jetzt in meiner Existenz schon wieder so ein Meilenstein weiter. Beste Entscheidung, Social Media zu deinstallieren. Genau, und das ist auch eine Sache, die ich überlegt habe, wie möchte ich mit Social Media in Zukunft umgehen? Wie kann ich verhindern, dass ich wieder eingesogen werde in diese... Oh, Fieb! Oh, ich werde angefiebt. Gibt es dich auch noch? Hast du ausgeschlafen? Wie gehe ich zukünftig mit Social Media um? Und mein Hund hat einen Zahn verloren. Hier vorne unten einen unteren Schneidezahn. Vielleicht kann ich euch das noch zeigen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche noch zwei Hände. Ich denke nicht, dass ich Facebook wieder benutzen werde. Twitter mag ich wirklich gerne und Twitter ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Informationstool. Also ich bin am Überlegen, mir Twitter wieder zu installieren nach einer gewissen Abkühlungsphase und es nochmal zu probieren, ohne wirklich täglich durch Twitter zu scrollen, aber es halt verfügbar zu haben, wenn ich es brauche, zum Beispiel wenn irgendwas abgeht und ich will es wissen in Echtzeit. Aber es allgemein so ein bisschen nicht täglich zu benutzen, sondern vielleicht nur alle 3 Tage oder so. Ob das realistisch ist, muss ich dann schauen. So, jetzt ist natürlich die Preisfrage, wie gehe ich mit Instagram um? Und das ist total schwierig, weil ich weiß, wenn ich das installiert habe, dann benutze ich es und dann versacke ich wieder. Dann habe ich erst überlegt, okay, vielleicht lässt es einfach. Vielleicht installierst du es dir einfach nicht mehr. Dann dachte ich aber, oh, Instagram ist so eine coole Sache, um Fotos zu teilen. Und ich möchte ja auch wieder fotografieren regelmäßig. Ich habe überlegt, ob es sinnvoll ist, sich einen Tag in der Woche rauszusuchen, was höchstwahrscheinlich der Sonntag wird. Und mir, wenn ich Zeit habe an diesem Sonntag, eine gewisse Zeit nehme oder an einem Samstag vielleicht. Und in Anführungszeichen wie einen Weekly-Vlog mache, also nicht wirklich, sondern in Fotos. Also die Fotos aus der vergangenen Woche, die ich teilen möchte, wenn es welche gibt, die vielleicht einfach als Swipe-Album wie ein kleines Bildertagebuch hochzuladen und ja, sozusagen die besten Fotos der Woche, ein bisschen was dazu zu schreiben, wenn ich das möchte und es dann einfach auch wieder zu, und vielleicht ein bisschen zu scrollen, zu gucken, okay, habe ich irgendwas Krasses verpasst oder so und dann das wirklich wieder zu deinstallieren. Und dann wieder meine produktive Woche. Ah! Und unser Telefonakku ist gerade gestorben wahrscheinlich. Sollen wir das ausprobieren, einen Tag die Woche Instagram runterzuladen, die besten Fotos vorher zu selektieren, die hochzuladen, ein bisschen was zu schreiben, ein bisschen zu scrollen,
nur so um zu gucken, ob alle noch in Ordnung sind, es dann wieder zu löschen, bis in 7 Tagen. Erscheint mir wie eine sinnvolle Sache für mich vielleicht. Das wird aber die Praxis zeigen. Wow, okay, und was ich eigentlich jetzt noch machen wollte, ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert, euch das alles zu erklären. Ich habe meine zwei ersten Bullet Journals hier. Und ich möchte gerne diese monatliche Checkliste, mein erstes Bullet Journal war echt schön. Schaut mal. Die monatliche Checkliste mal malen. Wow, ich habe mir echt Mühe gegeben. Was geht ab? Die ich dann jeden Monat wieder verwende, beziehungsweise halt, wenn ich was ändern möchte, sie nochmal neu male. Und deswegen wollte ich jetzt in meine alten Bullet Journals gucken, nach Spreads, die mir immer noch gut gefallen. Hier hatte ich, glaube ich, auch einige Spreads drin, die echt schön aussahen. Da waren schon ein paar sehr schöne Sachen dabei. Um mir halt einmal die Mühe zu machen, die monatliche Checkliste zu machen. Aber das wird jetzt, glaube ich, zu lang. Vielleicht zeige ich es euch morgen, wenn ich es bis morgen fertig habe. Ich weiß nicht. Mein Hund sagt nämlich, ich möchte jetzt Gassi gehen. Vielleicht mache ich auch einfach morgen weiter. Also ihr Lieben, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, nicht nur euer Social Media Verhalten zu reflektieren, sondern auch eure ganze Lebenseinstellung und das, was ihr vorhabt mit eurer Zeit auf dieser Erde. Ich habe irgendwann was gelesen in Social Media. Eine Bloggerin hat geschrieben, jede Sekunde, die vergeht in eurem Leben, vergeht nur einmal. Keine einzige Sekunde von der Zeit bekommt ihr jemals zurück. Und ihr habt nur limitierte Zeit. Also sollte man sich sehr gut überlegen, was man mit der Zeit anfängt, denn sie kommt niemals zurück. Also sie hat es natürlich ganz anders geschrieben. Ich habe schon 2 Jahre her, dass ich es gelesen habe. Aber das war so die Key Message, die bei mir hängen geblieben ist. Und ich dachte mir, oh shit, ich stehe jetzt besser auf und mache was aus meinem Leben. Hat nicht lange geholfen, danach habe ich weiter gescrollt. Aber es ist immer noch in meinem Kopf. Okay, der Hund muss raus, das Wetter ist schön. Wir sehen uns morgen wieder. Adios. Muah.